Hallihallo, der Marc vom DJ Wien ist hier und der Erwin ist bei mir. Du kannst den Mund gerne mal wieder zumachen. Ah, okay. Ja, das war zwar jetzt cool, aber nein, du darfst wieder zumachen. Erwin ist für Snake Eyes Piercing hier. Wir haben schon vorbereitet und angezeichnet. Und werden jetzt den Stich gleich performen, durchsetzen. Du hast die Maske schon runtergenommen für alle, die sich das fragen. Also Erwin hat natürlich die Maske aufgehabt vorher, hat die jetzt für mich runtergenommen, also das kann ich kein Snake Eyes stechen. Weil die Leute immer denken, wenn die Leute keine Maske hätten, würden irgendwie ein bisschen nicht stimmen. Hat das Umhängen, also alles in Ordnung. Nee, man muss es schon wieder mal sagen, weil manche Leute denken, wir würden hier ohne Maske. Ich denke, das ist 22. So. Bist du nervös vom Snake Eyes oder wie ist es? Ich hab zwar nicht wirklich, also. Das heißt? Ich habe auch Symptome schon gehabt, alles nur fürs Ausgeben müssen. Warum? Ja, wegen meiner Tochter. Okay, hat die drin gezogen? Ich habe es befürchtet, dass es tut. Oh je. Ja. Geht mir ja alles an. Aber es ist unterschiedlich. Es gibt Mädels, oder Kinder, die ignorieren es komplett. Mhm. Und die anderen sind ja ständig im Gesicht. Ja, ich habe die Augen gehabt, wir sehen sie. Okay. Snakebites habe ich gehabt. Das weißt du, Christen? Ja, das habe ich alles rausnehmen müssen. Echt krass. Das ist voll unterschiedlich. Ich habe wirklich bei meiner Mütter mit voll viel. Kinder greifen nicht hin, ja, und andere reißen das Ziel auseinander. Also, weiß ich, wo das liegt. Aber es ist ja letztlich wurscht, aber manche Kinder sind halt voll fasziniert davon, mhm. Und anderen ist es irgendwie scheißegal. Ja. So, mein Lieber. Snake Eyes. Wir stechen mal das Ganze. So, ich werde dann deine Zunge nochmal schnappen mit der Küchenrolle dazu, dass ich die schön halten kann und dann stecken wir das durch und dann machen wir den Schmuck rein. Gesprochen haben wir eh schon mit dem Links-Rechts-Thema. Ja, das haben wir schon besprochen. Und Schwellung ist halt auch ein Thema. Ich lasse dir jetzt den Stab länger, nicht zu lang, weil wenn du ihn zu lang hast, wirst du verrückt. Schwellung kann kommen. Du musst einfach schauen. Ich habe das normale Zunge ein bisschen ja auch schon gehabt. Das war cool, aber das abhängt. Echt, oder? Ja, das war. Wenn du schon mal eins hattest, ist ein Vorteil, weil du dich das, wenn du ja, das schon mal getragen hast, ne? Das sieht man eh noch. Dadurch ist deine Motorik schon drauf, sag ich mal, ein bisschen mehr geschult auf dem Zungenpiercing. Und das hilft natürlich den Kunden extrem, die sich, sag ich mal, schon mal haben was stechen lassen und dann nochmal eins stechen lassen, auch wenn es ein anderes ist, dass man sich leichter tut von der Heilung, von der Pflege, von allem und auch vom Sprechen und allem. Also das ist im Endeffekt ein gutes. Ein gutes Omen für dich. So. Den Nupi quatscht. Mach mal was, arbeit mal was. Ganz locker bleiben. Geht's? Ja. Das war's. So ist es selten in die Zunge spazieren. Ich muss da reinklicken. Super. War's okay? Ja. Sehr tapfer. Sehr cool. Jetzt am Anfang das Gefühl, dass du die Zunge vielleicht nicht reintun kannst, ist normal. Geil, oder? Das sieht cool aus. Gefällt's dir? Ja. Der spielt schon einer, sehe schon. Nimm mal die. Ja, geil, oder? Du hast eben nicht so eine Spitzzunge. Manche Kunden haben eine Zunge, die sehr spitz wird. Dann kann man es schmaler stechen. Du hast eine sehr breite Zunge, die also quasi sehr breit geformt ist. Da kann ich es natürlich nicht so machen wie bei Leuten, die, sage ich mal, die Zunge richtig spitz vorne haben. Da muss man es eben länger stechen, als bei jemandem, der die Zunge spitze lässt. Das sieht geil aus. Also man sieht sofort, dass du schon einen Zungenpiercing hattest, ja? Weil ist der Kopf gleich so, hey, und ist klar, es geht schon viel mehr. Bei Leuten, die das noch nie hatten, die denken immer am Anfang, sie sind komplett, ja? Aber man merkt es gleich schon. Passt. Wichtig ist halt jetzt wirklich konsequent sein mit der Pflege, mit der Nachbehandlung. Ein bisschen Glück bei der Autoziehungsnägel, also mit der Schwellung, wenn die zu stark wird, dass du da wieder aufpasst. Schon ein bisschen, das heißt weniger
gut reden, bei den Gesprächen wieder aufpassen und passen wir bitte im Rauchen auf. Die ersten 3 Tage werden wir wirklich wenig rauchen. Okay. Essen, Trinken darfst du alles. Nur die Frischmilchprodukte ohne Pasteurisierung lässt man bitte weg. Also okay. Normalen Milchprodukte kannst du alle zu dir nehmen, sind alle pasteurisiert. Also Milch, Käse, Joghurt, Pudding kannst du alles zu dir nehmen. Okay. Ich erkläre mal die Pflege. Du brauchst Mundspülung und Mundspray. Du kriegst von mir jetzt mit. Zuerst mal natürlich Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja. Max Gold Hands zum Beispiel. Oder was anderes, kannst du machen, wie du willst. Das ist wirklich super. Dann, wenn die Hände sauber sind, Zähne gründlich putzen. Nach dem Zähneputzen bitte eine Minute lang ausspülen mit der Mundspülung. Messbecher ist dabei. 10 Milliliter nehmen zum Spülen und Ausspucken. Minute will ich auf die Uhr gucken. Machst du morgens und abends. Tagsüber, okay. Nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray nehmen. Vom Mundspray kannst du rein theoretisch nachher schon, wenn du was gegessen, getrunken hast, ein paar Mal reinsprühen. Der schmeckt gut, macht guten Atem und ist wirklich sehr, sehr pflegend. Okay. Besser mal. Versuch die Wüchse zu schonen. In 3 Wochen wechseln wir das aus. Dann ist der Wurm dann eh wieder rum. Machen wir einen kürzeren Stab drin. Sondern müssen wir den Stab eh lassen. Du kannst viele Getränke trinken, du kannst Wassereis, Milcheis essen. Eiswürfel lutschen würde ich nicht, das ist zu krass, zu kalt. Okay. Aber viele Getränke kein Problem. Okay? Okay. Fragen? Na. Ich gebe dir alles mal schriftlich mit. Ja. Aber gefühlt habe ich so, merke ich, du kommst schon gut damit klar. Ja. Passt schon. Super. Nevin, deins. Pflegeladung. Danke dir. Für ein Gel, auch deins. Danke dir. Danke dir auch. Das war's, wir sind weg. Das war der Erwin, recht cool und ohne großes Gehirn. Da ging es. Passt, viel Freude damit. Ciao, ciao.